Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute die Juli-Neuheiten für euch. Im Juli erscheinen auch wieder richtig, richtig tolle Bücher. Es sind tatsächlich vergleichsweise zu anderen Monaten nicht ganz so viele auf meiner Liste gelandet, ist mir aufgefallen. Aber es sind auf jeden Fall auch richtig, richtig coole Bücher mit dabei. Deswegen sprechen wir heute drüber. Und auf Instagram gibt es dann auch wieder noch den gesonderten Post, wo noch ein paar mehr Bücher drin sind. Also schaut da auch gerne vorbei. Als allererstes habe ich für euch das neue Buch von Lily Lucas, This Could Be Love. Das ist ja ihre neue Love-Reihe. Das ist der erste Band und ich glaube, da warten von euch bestimmt schon ganz viele drauf, weil Lily Lucas ja eine relativ große Fangemeinschaft mittlerweile hat in der Buchwelt. Und ich würde euch mal den Klappentext dazu vorlesen. Das Buch erscheint im Knauer Verlag und hat auch in der Erstauflage einen Farbschnitt und es gibt sogar einen exklusiven Tattoo-Bogen. Deutschlands Tennis-Shooting-Star Luisa ist nach einer Verletzung am Boden zerstört. In der Tennisschule ihrer Patentante Kai auf Hawaii will sie sich voll und ganz auf ihr Comeback konzentrieren. Als sie sich bereits beim ersten Lauftraining am Strand übernimmt, wacht sie ausgerechnet auf der Couch eines attraktiven Surferboys auf. Der ist aber spätestens dann tabu, als sie erfährt, dass es sich bei ihm um Vince Greenfield handelt, mit dem ihre Patentante auf Kriegsfuß steht, weil er in direkter Nachbarschaft zu ihrer Strandvilla ein Surferhostel renoviert. Obwohl sie Kai nicht in den Rücken fallen will, zieht es Luisa immer häufiger zu Vince, bis sie herausfindet, dass er ein paar wesentliche Kapitel seines Lebens unterschlagen hat. Cozy, romantisch, zum Wegträumen und Wohlfühlen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich denke schon, dass ich es lesen werde, aber ich glaube jetzt nicht im Sommer. Momentan habe ich erstmal noch Lust auf andere Bücher meines Subs. Dann erscheint auch im Knauer Verlag der dritte und finale Band der Jade-Saga, nämlich Jade Legacy von Fonda Lee. Erscheint ebenfalls am 1.7. und hier lese ich euch natürlich den Klappentext vom ersten Buch vor, da es ja ansonsten spoilern würde. Ich habe bisher nur das erste gelesen, das zweite habe ich aber auch schon hier zu Hause und ich möchte das dritte dann auch noch bestellen, beziehungsweise ich glaube, ich habe es sogar schon vorbestellt, jeweils in dieser Bücherbüchse Sonderausgabe, weil ich den ersten Band wirklich richtig gut fand und ich müsste jetzt langsam mal mit dem zweiten weitermachen. Seit Jahrhunderten ist die magische Jade das Lebenselixier der Insel Kekon. Ihretwegen wird gekämpft, gestohlen und gemordet, denn sie verleiht den ehrenhaften Grünblutkriegern ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. Doch nun ist eine mächtige Droge aufgetaucht, die es auch Fremden ermöglicht, die Jade zu nutzen. Diese neue Bedrohung für Kekon lässt die alte Blutfehde zwischen den rivalisierenden Familien Kaul und Eid eskalieren. Wem wird es gelingen, den Jademarkt zu beherrschen und die Bezirke unter seinem Schutz zu verteidigen? Der Ausgang des Clankrieges wird über das Schicksal von ganz Kekon bestimmen. Und das fand ich echt eine sehr, sehr coole Geschichte. Vor allem fand ich auch die Charaktere sehr, sehr stark. Von Manuel Schmidt erscheint auch im Knauer Verlag am 1.7. Die invasive Art. Das ist ein Science-Fiction-Thriller. Wenn die Fische verschwinden und Meere zu Wüsten werden. Öko-Sci-Fi trifft auf Klima-Thriller. Die Ozeane sterben. Die Fischbestände schwinden und Wissenschaftler auf der ganzen Welt versuchen in beispiellosen Projekten die drohende Katastrophe abzuwenden. Ein solches Projekt ist die Tiefseestation Bartos 4, deren Besatzung die philippinische Geologin Mayari, die norwegische Biologin Svea und der amerikanische Ingenieur Matt mehr über das Meeressterben herausfinden wollen. Beim Sichten der Drohnenaufnahmen stoßen sie auf eine ungewöhnliche Ansammlung von Quallen, deren pulsierendes Leuchten tausende Fische wie magisch anzieht. Gebannt von dem Schauspiel müssen die drei Aquanauten kurz darauf alles in Frage stellen, was sie über das Meer und seine geheimnisvollen Bewohner zu wissen glaubten. Sind diese Quallen der Grund für das Meeressterben? Oder im Gegenteil, sind sie die Lösung? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Im hochspannenden und actionreichen Science-Fiction-Thriller von Manuel Schmidt kämpfen drei junge Wissenschaftler um die Rettung der Ozeane und kommen einer Wahrheit auf die Spur, die auf dramatische Weise die Zukunft der Menschheit beeinflussen wird. Also wer solche Bücher mag, vielleicht auch Fans von Frank Schätzing, für den könnte das auch was sein. Dann erscheint im Juli auch ein Buch, auf das ich mich persönlich schon so, so lange freue, denn es ist eine Fortsetzung von einem Buch, was letztes Jahr ein totales Highlight für mich geworden ist, falls ihr euch vielleicht noch daran erinnert. Stella Tag, nämlich die Blackbird Academy, da ist jetzt der zweite Band im Juli dran. Der erscheint am 10.7. und Leute, ihr müsst euch den vorbestellen. Das wird ein riesiges Highlight, ich spüre das jetzt schon und ich habe da ganz große Hoffnung drauf, weil ja der erste Band schon Highlight für mich war. Und ich habe ja so lange kein Highlight mehr gehabt, deswegen wünsche ich mir das auch ganz fest. Also auf jeden Fall Stella Tag, das neue Buch Blackbird Academy fürchte das Licht, ist wie alle anderen Bücher natürlich auch in der Infobox verlinkt und auch hier gibt es einen Farbschnitt in der Erstauflage. Und da es ja eine Fortsetzung ist, kann ich natürlich nicht den Klappentext vom zweiten Buch
Buch vorlesen, sondern muss euch nochmal den ersten vorlesen. Übrigens an alle diejenigen unter euch, die den ersten gelesen haben und voll viel vergessen haben, ihr könnt mir gerne schreiben. Ich habe mir nämlich damals Notizen gemacht und bin ziemlich gut noch im Bilde darüber, was passiert ist, würde ich sagen. Die Blackbird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. An dieser dunklen Schule werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor Dämonen zu beschützen. Als Leaf Young in einem Kerker der Blackbird Academy aufwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklärt. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr ein Dolch ins Herz gerammt hat. Falco ist fasziniert von Leaf, denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Dämonenangriff die Kontrolle über den eigenen Körper behalten, ohne dabei den Verstand zu verlieren. Und so macht die Academy ihr ein Angebot. Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lässt, bekommt sie ihre Freiheit zurück. Falco soll sie trainieren, doch was er nicht ahnt, Leaf hört in ihrem Kopf eine verführerische Stimme und diese ist nicht menschlich. Also ich fand das so cool. Was ich euch auch ans Herz legen kann vorzubestellen, ist ein Buch, was ich zwar selber noch nicht gelesen habe, werde ich aber definitiv tun, aber ich habe es mir schon auf Englisch vorbestellt und es wird im amerikanischen Raum oder im englischsprachigen Raum super doll gehypt und ich glaube, das könnte ein ganz tolles Buch werden. Es heißt When the Moon Hatched und das hat so, also ich habe es öfter verglichen gehört mit Fourth Wing, nur soll es ein bisschen eine andere Richtung sein. Aber ich meine, es geht um Drachen und das Cover sieht einfach unfassbar schön aus. Also ich finde es wirklich, wirklich toll. Und auch den Titel finde ich mega. Es erscheint auch am 10.7. Und auch hier lese ich euch mal den Klappentext vor. Auch da gibt es eine exklusiv veredelte deutsche Ausgabe mit Charakterkarte. Er kann ohne sie nicht leben. Sie hat nur eine Chance, ihn zu vergessen. Rafe kennt nur ein Ziel. Als Mitglied der Rebellion hat sie geschworen, bis zu ihrem letzten Atemzug zu kämpfen. Für diejenigen, die es selbst nicht können. Und gegen jene machthungrigen Thronerben, die ihr Land in Chaos und Finsternis stürzen. Als ihre beste Freundin bei einem grausamen Attentat stirbt, dessen Opfer eigentlich Rafe werden sollte, ist Vergeltung alles, woran sie noch denken kann. Stärker als das Feuer der Drachen lodert der Zorn in ihr. Doch als sie sich im ausweglosesten Gefängnis wiederfindet, die Hände voller Blut, steht plötzlich Khan vor ihr. Der mächtige Herrscher, der all das verkörpert, was Rafe verabscheut und dessen Drache ihr doch das Leben rettet. In Khans dunklen Augen verbergen sich Abgründe und Rafe spürt, dass ihr Kampf um die Freiheit unweigerlich mit ihm verbunden ist. Mit den Geheimnissen, die er ihr verschweigt und ihren Gefühlen, die alles, woran sie glaubt, zu zerstören drohen. Bestseller-Autorin Sarah A. Parker zeichnet eine unvergessliche Welt, in der der Kampf um die Macht von mächtigen Gottheiten, uralter Magie und einem Himmel voller Drachen bestimmt wird. Ich bin so unfassbar gespannt auf dieses Buch. Also gerade jetzt, wo ich den Klappentext auch nochmal gelesen habe, ich werde es auf jeden Fall lesen. Also ich habe es vorbestellt bei Fairyloot. Ich glaube, das wird wahrscheinlich ein bisschen später ankommen. Und ich habe ja The Locked Library abonniert, extra tatsächlich wegen diesem Buch. Und das, hoffe ich, wird schön aussehen und wird hoffentlich auch zeitnah ankommen. Dann ist wieder ein Buch auf der Liste gelandet, weil es Taylor Swift-Bezüge hat, nämlich tatsächlich allein vom Titel her ist es mir schon aufgefallen. Call It What You Want. Und es erscheint ebenfalls am 10.7. Das ist auch der gleiche Verlag, also im Penguin Verlag. Und das hier ist auch eine erfolgreiche TikTok-Romance. Also tatsächlich habe ich es noch nie vorher gesehen, aber allein der Titel ich muss nicht mehr dazu sagen, es spricht mich schon sehr an. Es ist wunderschön, es tut verdammt weh, es ist kompliziert. Call it what you want, für mich ist es Liebe. Also den Satz finde ich auch schon mega, mega gut. Ich glaube, das muss ich mir auch genauer angucken. Es ist ihr letztes Jahr am College und Sloane will jede Minute davon genießen. Jede Menge Partys, billige Drinks und mit ihrer Mitbewohnerin zu den Chainsmokers gehen, als ob die Nacht kein Ende hätte. Ihr Abschluss ist zum Greifen nah und sie träumt von New York und einer Karriere als Autorin. Das Letzte, was sie braucht, ist ein Mann, der ihren Zielen im Weg steht. Dann trifft sie Ethan. Er ist groß, attraktiv und irgendwie geheimnisvoll. Die Anziehungskraft zwischen den beiden bringt ihre Welt zum Stillstand. Doch er kann und will ihr nichts versprechen. Zu groß ist seine Angst, sich zu öffnen. Sloane verliebt sich hoffnungslos und mit jedem unbeantworteten Anruf und jedem unerwiderten Blick bricht ihr Herz noch ein bisschen mehr. Wird Ethan jemals bereit sein, sie aufzufangen? Eine emotionale Achterbahnfahrt, herzzerreißend und healing darüber, wie wichtig es ist, seinen eigenen Wert zu kennen und sich nicht mit weniger zufrieden zu geben, als man verdient. Dieser Satz macht so viel. Also ich finde den richtig, richtig gut, weil es ja oft so ist, gerade in dieser Verliebtheitsphase vielleicht, sieht man dann über die ganzen Red Flags hinweg und ich bin sehr gespannt und ich kann mir gut vorstellen, dass ich das lesen werde, ob die Protagonistin des Buches das so alles hinnimmt und mit sich machen lässt und sich da vielleicht für den Typen komplett verbiegt oder ob sie am Ende dann vielleicht auch versteht, dass sie sie selbst sein sollte und wenn das nicht klappt, dann klappt das halt nicht. Dann habe ich hier ein Buch auf der Liste, das sieht nach einer Sports Romance aus, das heißt Let the Games Begin und auch das erscheint am 10.7. im Goldmann Verlag.
Und hier lese ich euch auch gerne mal den Klappentext vor. Die Tropes sind hier übrigens Celebrity Romance, Athlete Romance und Enemies to Lovers. Als sich die Wege von Sprinter Zieg und Volunteer Olivia kreuzen, fliegen die Funken. Sommer 2024. Olivia und Zieg reisen beide mit einem klaren Ziel zu den Olympischen Spielen nach Athen. Olivia will den Grundstein für ihre Karriere beim IOC legen und Zieg, der Herzensbrecher und Star-Sprinter des britischen Teams, träumt von der Goldmedaille im 100-Meter-Lauf. Als Zieg im olympischen Dorf versehentlich in Olivia hineinstolpert, geraten die beiden ordentlich aneinander. In den nächsten Tagen kreuzen sich ihre Wege immer wieder und von Wortgefecht zu Wortgefecht wächst die gegenseitige Anziehung, bis sie ihre Gefühle nicht mehr leugnen können. Aber wird ihre Liebe sie über die Ziellinie tragen oder scheitern sie an der ersten Hürde? Das klingt, glaube ich, nach so einer ganz cuten Sommerromanze. Also ich bin ja nicht der größte Fan von so Sports-Romance-Büchern, aber ich glaube, wenn dann so Leichtathletik, könnte mir noch mehr Spaß machen, als was ich letztens gelesen hatte mit dem Baseball. Dann erinnert ihr euch vielleicht an das Buch The Summer of Broken Rules. Das ist ja vor kurzem auf Deutsch erschienen und das war ja ein absolut gehyptes Buch auf gerade so TikTok und so weiter. Also ich habe das im englischsprachigen Raum super oft gesehen und ich glaube, da waren ganz viele froh, dass das übersetzt wurde. Jetzt gibt es ein neues Buch von K.L. Walter, nämlich What Happens After Midnight. Das erscheint am 11.07. im DTV Verlag und ich finde das Cover irgendwie voll schön. Also die Farben gefallen mir richtig, richtig gut. Die passen sehr schön zusammen und ich lese euch auch hier natürlich mal den Klappentext vor. Eine Nacht, die ein ganzes Leben verändern kann. Als Lily Hopper beschließt, ihre Rolle als gewissenhafte Musterschülerin und Lehrerliebling abzulegen und vor dem Schulabschluss an dem traditionellen Streich teilzunehmen, erwartet sie Spaß, Nervenkitzel und eine Geschichte, die sie noch ihren Enkeln erzählen wird. Was sie nicht erwartet, ist, sich wieder in ihren Ex zu verlieben. Der ist nämlich der Drahtzieher des gigantischen Spiels und die beiden müssen zum ersten Mal seit ihrer Trennung wieder als Team funktionieren und sofort sprühen die Funken zwischen ihnen. Hoffentlich schaffen sie es dieses Mal nicht wieder alles zu vermasseln, denn sie wissen eigentlich beide, dass sie füreinander bestimmt sind. Also momentan habe ich so richtig Lust auf so Second Chances Romance, deswegen werde ich das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Dann habe ich noch aus dem DTV Verlag das Buch Part of Your World. Auch hier gibt es wieder einen limitierten Farbschnitt in der ersten Auflage und auch das Buch erscheint am 11.07. Small Town Guy meets City Girl, wenn du die große Liebe triffst und euch Welten trennen. Als Alexis Montgomery, die Tochter einer legendären Arztfamilie, bei einer Reifenpanne auf Daniel Grant trifft und mit ihm eine Nacht verbringt, sind zwei Dinge klar. Zwischen Alexis und Daniel besteht eine unerklärliche Anziehung und niemals kann aus ihnen ein echtes Paar werden, weil sie beide Welten trennen. Daniel kommt vom Land, ist 28 und damit 10 Jahre jünger als Alexis und alles, was ihr Leben ausmacht, ist ihm völlig fremd. Denn Alexis muss in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, die das renommierte Roy Arm Hospital in Minneapolis leiten. Sie beschließen sich exklusiv zu daten, aber ohne Gefühle, ohne feste Beziehung. Doch schon allein beim Gedanken, Daniel eines Tages aufzugeben, droht Alexis Herz zu brechen. Part of Your World sollten alle lesen, die nach einem aufbauenden, romantischen Feel-Good-Erlebnis suchen. Das hat Ellie Hazelwood über das Buch gesagt. Also es klingt auf jeden Fall ganz cute. Weiter geht's immer noch mit dem DTV-Verlag. Der bringt in dem Monat aber auch irgendwie echt viele Bücher raus. I'm a Girl, You're a Boy zwischen Jerusalem und Gaza. Warum nur findet der Hass kein Ende? Tal ist 17, sie lebt im jüdischen Teil Jerusalems. Selbstmordanschläge gehören in dieser Stadt zum traurigen Alltag. Und doch ist Tal zutiefst erschüttert, als eine Bombe in einem Café ganz in der Nähe ihres Hauses explodiert. Warum nur findet der Hass zwischen Israel und Palästina kein Ende? Obwohl sie weiß, dass es sinnlos ist, schreibt sie einen langen Brief über sich, ihre Hoffnungen und Träume und steckt ihn in eine Flasche. Ihr Bruder, der in Gaza stationiert ist, soll die Flaschenpost dort ins Meer werfen. Nach langem Warten bekommt sie endlich eine E-Mail vom 20-jährigen Gaza-Man, der im Gazastreifen lebt. Und trotz aller Unterschiede entsteht eine unerwartete Annäherung. Sensibles und differenziertes Plädoyer für Verständnis und Toleranz. Und das Buch ist nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, den Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Buch, was nochmal eine ganz andere Seite aufwerfen könnte. Dann habe ich aus dem DTV-Verlag noch ein Graphic Novel für euch. Grün und Gold, Liebe in allen Farben von Lisa Brenner. Das Buch erscheint ebenfalls am 11.07. und hier finde ich das Cover total cute und irgendwie gibt mir das so leichte Heartstopper-Vibes. Also vom Cover her, ich weiß nicht, der Junge, der so im Hintergrund zu sehen ist, der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Nick. Und der Junge im Vordergrund hat zwar nicht die gleiche Haarfarbe, aber mit den wuscheligen Haaren sieht er ein bisschen aus wie Charlie. Die erste Liebe ist immer kompliziert. Ein neues Schuljahr im Internat Tannenberg beginnt.
Bei der Feier am ersten Schultag bekommen die Zehntklässler die neuen Siebtklässler als Patenschüler zugeteilt. Als Pete seinen Schützling Tim sieht, fällt er aus allen Wolken, denn er erinnert ihn an Lukas, seine erste große Liebe. Und mit einem Mal sind all die verwirrenden Gefühle für Lukas von damals wieder da. Dabei ist Pete doch eigentlich in einer glücklichen Beziehung mit Thea. Das klingt nach jeder Menge Verwirrung. Im Arena Verlag erscheint Everything We Left Unsaid von Katrin Lange. Ein gefühlvoller Jugendroman über die Frage, wie viele Geheimnisse hält eine Familie aus? Das erscheint am 12.07. Nicht zu wissen ist manchmal schwerer zu ertragen als zu wissen. Familie bedeutet für Isa sie, ihr Vater, ihr jüngerer Bruder Ben und ihre Pflegegeschwister Alexander und Sarah. Mehr braucht sie nicht. Doch dann verschwindet Ben auf der Suche nach ihrer Mutter in der Provence und für Isa steht fest, dass sie verhindern muss, dass ihre Mutter die Familie noch einmal zerstört. So wie Adele es schon einmal getan hat, als sie vor vielen Jahren einfach abgehauen ist. Um Ben zu finden, muss sich Isa jedoch den Geheimnissen ihrer Familie stellen. Geheimnisse, die nicht nur die verwirrenden Gefühle zwischen Alexander und ihr bedrohen, sondern auch dazu führen, dass Isa alles in Frage stellen muss, was sie über sich selbst und ihr Leben zu wissen glaubt. Hochemotional zeigt Katrin Lange, dass Familie das ist, was man gemeinsam daraus macht und wie wir selbst bestimmen können, wer wir sind. Dann habe ich noch eine neue Sports Romance auf der Liste, Break Through My Defense von Mimi Heger. Das erscheint am 12.07. im Moon Notes Verlag, hat ein sehr, sehr auffälliges, buntes Cover. Und wer Sports Romance mag, der könnte sich das vielleicht mal näher anschauen. Ich lese mal den Klappentext vor, sieht aber so nach einem Football-Sports Romance Buch aus. Auf dem Platz gewinnt er jedes Spiel, aber kann er auch ihr Herz gewinnen? Als die Eltern der 20-jährigen Peyton bei einem tragischen Unfall ums Leben kommen, bricht für sie eine Welt zusammen. Da sie die Schulden für ihr Elternhaus in Tennessee nicht abbezahlen kann, zieht sie in das Poolhaus ihres Onkels nach Cape Coral in Florida. Ein Albtraum für die mehrgewichtige Musikstudentin. Zwischen oberflächlichen Models und durchtrainierten College-Sportlern versucht Peyton mit ihrer Trauer fertig zu werden. Und mit den Gefühlen, die Cameron, der Quarterback der Cape Coral Tigers, in ihr auslöst. Eine Welt voller Trauer, Bodyshaming, Oberflächlichkeiten und der Suche nach sich selbst. Aber auch eine Welt voller Sommer, Sonnenschein und glitzerndem Meer lässt sich mitreißen von der zarten Slowburn-Romance, die sich entwickelt und die Peytons Leben für immer verändern wird. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut euch das Buch gerne an und bestellt es eventuell vor. Dann steht immer noch auf meiner Liste und laut Thalia erscheint das Buch auch immer noch im Juli, Dark Ivy Band 2 von Nicola Hotel. Erscheint am 16.07. im KISS Verlag und das Buch ist ja schon einige Zeit verschoben worden. Ich glaube, warum das verschoben wurde, hatten sowohl Autoren als auch Verlag so ein bisschen auf Instagram durchblicken lassen. Letztendlich hat das alles seine Gründe und das macht, glaube ich, niemand gerne und aus Spaß, sondern weil es eben private Dinge sind, die dann manchmal im Weg stehen oder vielleicht auch irgendwo mal eine Schreibblockade. Das kann einfach mal passieren. Deswegen, ja, nichtsdestotrotz wollte ich es gerne mit ins Video aufnehmen, damit man es vielleicht nicht ganz vergisst. Und hier lese ich mal den Klappentext vom ersten Buch vor, damit ich nicht spoilere, weil meines Wissens nach war das, glaube ich, ein Buch, was über zwei Geschichten geht. Freunde finden. Das ist alles, was Eden Collins sich wünscht, als sie mit einem Stipendium an die traditionsreiche Woodford Academy kommt. Nach einem tragischen Todesfall war das letzte Highschool-Jahr die Hölle. Das Getuschel, die anklagenden Blicke, das Alleinsein. Jetzt will sie einfach nur dazugehören und neu starten. Allerdings ist das gar nicht so leicht. Schon bei ihrem ersten Kurs bricht Eden beinahe zusammen, als sie bei einem sozialen Experiment an ihre Geheimnisse erinnert wird. Und es ist ausgerechnet William Grantham III., der das bemerkt. Ausgerechnet der ebenso faszinierende wie abweisende Millionenerbe, mit dem sie bereits aneinander geraten ist. Ich habe das damals gehört, glaube ich, als Hörbuch. Ich fand es ganz okay, aber es ist erstens zu lange her und zweitens hat es mich damals leider nicht so sehr gefesselt, als dass ich es unbedingt weiterverfolgen wollte. Worauf ich mich dann wieder sehr freue, ist das Buch Warum willst du jetzt schon gehen von Gabriela Santos de Lima. Da geht es um eine toxische Beziehung und das Thema Selbstliebe und das hat mich allein schon so sehr interessiert, dass ich eigentlich dringend dieses Buch lesen will. Ich lese euch mal vor, worum es geht. Alles, was glüht, verglüht irgendwann. Helena hat eine Schwäche für Liebesromane und eine Stärke fürs Schreiben. Ihr Traum wird wahr, als sie einen Platz am renommierten Künstlerinternat Schloss St. Zander erhält. Und ihre Liebesromane werden Realität, als sie dort auf Arthur trifft. Typ draufgängerischer Indie-Sänger mit gebrochener Künstlerseele. Helena hat das Gefühl, in einem waschechten Liebesroman gelandet zu sein. Gemeinsame Strandspaziergänge, heimliche Treffen auf dem Schlossgelände und alles ist so schön und rosa und glitzernd. Doch wieso ist Art manchmal so abweisend? Und warum reagiert er nicht auf ihre Nachrichten? Liebesromane haben doch immer ein Happy End, oder? Schriftstellerin meets Indie-Band-Sänger. Was passiert, wenn Liebe schön ist, aber toxisch?
In ihrem ersten Jugendbuch zeigt Spiegel-Bestseller-Autorin Gabriela Santos de Lima auf einfühlsame Art, dass ein Happy End im echten Leben nicht immer so aussieht wie in den Liebesromanen. Erstauflage mit opulentem Farbschnitt, das ist ja auch eine interessante Wortwahl. Also ich werde es auf jeden Fall lesen, die Frage ist nur wann, aber vorbestellen werde ich es mir auf jeden Fall. Dann ein Buch, was mich vom Cover her irgendwie total angesprochen hat. Warte auf mich am Meer von Amy Neff. Das erscheint am 17.07. Evelyn und Joseph begegnen sich im Sommer 1940. An der malerischen Küste New Englands, an der ihre Familien schon seit Generationen leben, verlieben sie sich ineinander. Gemeinsam übernehmen sie das Oystershell-Inn von Josephs Eltern und ziehen dort direkt am Meer ihre drei Kinder groß. Nach 60 turbulenten Ehejahren versammeln Evelyn und Joseph ihre Familie in dem wunderschönen alten Haus am Strand. Denn Evelyn hat eine erschütternde Diagnose erhalten und Joseph will nicht ohne sie sein. Während alle unter Schock stehen, lassen die beiden ihre Liebe Revue passieren, die glücklichen Anfänge, aber auch die schwierigen Zeiten. Doch als Evelyns Zustand sich verschlechtert, stehen die beiden vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens. Wie soll ihre Geschichte enden? Klingt auf jeden Fall auch nach einer sehr herzzerreißenden Geschichte. Momentan sind ja so Sports-Romance-Geschichten, glaube ich, ziemlich beliebt, denn ich habe schon wieder eine Sports-Romance für euch, nämlich The Right Move. Das ist der zweite Band von Mile High und dieses Buch habe ich in letzter Zeit super oft auf Instagram gesehen und ich glaube, die meisten haben es total geliebt. Deswegen, ja, wollte ich euch da zeigen, dass der zweite Band erscheint und auch hier lese ich euch natürlich gerne mal den Klappentext vor. Flugbegleiterin Indy und sexy Basketballstar Ryan sind wie Feuer und Wasser. Eine Fake-Beziehung soll die beiden näher an ihre Ziele bringen, doch dann sprühen plötzlich ganz andere Funken. Verführerische Funken. Der TikTok-Hype endlich auf Deutsch. Für Superstar Ryan zählt nur Basketball. Der gutaussehende, abgeklärte Captain des NBA-Teams von Chicago zählt als kalter Einzelgänger ohne Privatleben. Das denkt auch Indy von ihm. Die quirlige beste Freundin von Ryans Schwester ist von den Männern enttäuscht und hat großen Liebeskummer. Als sie aus der Not heraus bei Ryan einzieht, fliegen zwischen den beiden regelmäßig die Fetzen. Dann machen sie einen Deal. Beide können von einer Fake-Beziehung profitieren. Doch Indys Herz droht erneut gebrochen zu werden, als die gespielten Gefühle sich plötzlich echt anfühlen und sie sich nicht mehr gegen die Anziehung zu Ryan wehren kann. Sports Romance trifft auf Fake Dating, Forced Proximity und Grumpy vs. Sunshine. Also das sind schon sehr, sehr coole Tropes. Und vor allem klingt es nicht so, als wäre hier dieses Basketball-Thema so riesengroß. Heißt, das könnte sogar für mich was sein. Dann habe ich Band 1 der Evergreen Empire-Reihe für euch von der Autorin Merit Niemals. Delicate Dream heißt der erste Band und der sieht mega schön aus. Also das Cover und auch der Farbschnitt dazu. Perfekt aufeinander abgestimmt. Erscheint am 23.07. im Lux Verlag. Auch hier gibt es den limitierten Farbschnitt und es wird nach Verfügbarkeit geliefert. Ich habe nie aufgehört, von dir zu träumen. Von klein auf wurde Odell Evergreen darauf vorbereitet, eines Tages das Parfüm-Imperium seiner Familie zu übernehmen. Nur bei seiner besten Freundin Emmeline konnte er sich fallen und mal nicht seinen Kopf, sondern sein Herz entscheiden lassen. Gemeinsam haben sie alles über Düfte und einander gelernt, ihre Träume und ihren ersten Kuss geteilt, bis Odell sie plötzlich von sich gestoßen hat. Doch als sein Vater bei einem Unfall stirbt, braucht er dringend Emmelines Hilfe. Denn um CEO zu werden, soll er ein eigenes Parfüm kreieren. Trotz jahrelanger Funkstille stimmt Emmeline zu, ihm zu helfen. Und als sie zusammenarbeiten, ist auf einmal alles wieder da. Die Erinnerung, die Gefühle und dieser zerbrechliche Traum von einem Wir. Leider nichts, was mich jetzt so da anspricht, aber wie gesagt, optisch finde ich es sehr schön. Auch im Lux Verlag erscheint ein neues Buch von Emma Scott und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das ja sogar eine Fantasy-Geschichte. Das Buch heißt auf jeden Fall We Conquer the Dark. Eine Liebe, die weder der Tod noch die Zeit zerstören kann. Nach dem Tod ihres Vaters verkriecht sich die introvertierte Lucy in die heile Welt von Liebesromanen. Als eines Tages ein scheinbar toter, äußerst attraktiver Mann vor ihrer Tür liegt, wird ihre Welt aus den Fugen gehoben. Cassie ist ein Dämon, der nicht mehr wirklich an eine Lösung glaubt. Zu viel Leid hat er über die Menschen gebracht. Er möchte Lucy dabei helfen, ihr Glück zu finden und dann seine eigene Existenz beenden. Bald schon wird klar, dass die beiden etwas verbindet, was über eine reine Anziehungskraft hinausgeht. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt Lucy nicht mehr diese schmerzliche Leere in sich. Doch um Cassie zu erlösen, muss Lucy sich den finsteren Mächten der Unterwelt stellen. Ich bin ja sehr gespannt, was das für ein Buch wird, also wie gut die Rezensionen dann auch werden, weil es ja wie gesagt der erste Fantasy-Roman von ihr ist. Also zumindest ist mir nicht bewusst, ob sie schon mal andere geschrieben hat. Emma Scott kennt man ja eher so von diesen typischen Romance-Büchern.
Von LJ Shin erscheint dann Thorn Princess am 26.07. ebenfalls im Lux Verlag. Ich habe von der Autorin tatsächlich noch gar nichts gelesen und irgendwie spricht sie mich auch überhaupt nicht an. Aber ich weiß, dass es viele Fans von ihr gibt, deswegen nehme ich es auch gerne immer wieder in die Videos mit rein. Er beschützt nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz. Hallie Thorne, reiche Tochter des ehemaligen Präsidenten der USA, lebt das sorgenfreie Leben eines It-Girls in Los Angeles. Als sie es auf einer Party mal wieder zu weit treibt und ein freizügiges Foto von ihr für Schlagzeilen sorgt, zieht ihr Vater die Reißleine. Er stellt Hallie einen Bodyguard zur Seite, der darauf achten soll, dass sie sich benimmt. Ransom Lockwood hat eigentlich gar keine Lust darauf, eine verzogene Hollywood-Prinzessin zu erziehen und auch Hallie hält nichts von ihrem strengen Aufpasser, mag er noch so attraktiv sein. Doch bei jedem hitzigen Wortgefecht knistert es gewaltig zwischen ihnen und sie beginnen schon bald eine andere Seite aneinander kennenzulernen. Ja, so dieses typische, er ist der Bodyguard, er ist der Verbotene, aber es entwickelt sich doch was. Kennt man alles schon auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich glaube, für Fans ist das trotzdem was Tolles. Von Ivy Lee erscheint dann der dritte Band ihrer Festivalreihe Where Spring Hides. Und wenn ich schon lese Forced Proximity, bin ich eigentlich schon richtig into it, weil ich liebe dieses Trope. Das Buch erscheint im Carlsen Verlag am 29.07. Abstand ist keine Option. Nicht von dir, nicht auf dieser Reise. Ich habe viel verloren. Mein Pflegepferd, meine Selbstachtung, mein Herz an einen Basketballprofi. Es ist eine halbe Ewigkeit her, dass ich Edward in San Diego kennengelernt und ihm ein Geheimnis anvertraut habe. Ich konnte nicht wissen, dass ich ihn wiedersehen würde. Und das ausgerechnet in Deutschland, während ich für das Reiseunternehmen meiner Eltern als Guide eine Festivaltour quer durchs Land leite und damit mal wieder meinen Traum von einer Karriere als Musical-Darstellerin aufschiebe. Doch dieses Mal könnte es das fast wert sein, weil Edward mitkommt. Edward, der eigentlich mittlerweile als Sportler durchstartet und sich völlig verändert hat, mein Herz aber immer noch zum Stolpern bringt. Vor allem, da wir nicht nur den Tourbus teilen müssen. Basketball, Musicals und Geheimnisse und, wie gesagt, Forced Proximity als Trope. Dann habe ich noch für euch If You Could See the Sun von Anne Liang. Das erscheint am 24.07. im CBJ Verlag. Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst? An ihrer internationalen Privatschule hat Alice Sun sich schon immer unsichtbar gefühlt, als einzige Stipendiantin zwischen all den Sprösslingen der Reichen und Schönen von Peking. Doch dann bemerkt sie, dass sie tatsächlich unsichtbar werden kann. Als ihre Eltern sich trotz Stipendium die Schulgebühren nicht länger leisten können, entwickelt Alice einen Plan, um ihr neues Talent zu Geld zu machen. Leider braucht sie dafür ausgerechnet die Hilfe von Henry Lee, dem Musterschüler schlechthin und damit ihrem größten Rivalen. Er entwickelt für sie eine App, über die ihre Mitschülerinnen und Mitschüler Alice anonym für Aufträge buchen können, bei denen es ziemlich hilfreich ist, unsichtbar zu sein. Während Alice so manches skandalöse Geheimnis aufdeckt und Henry immer weniger nervt, werden die Aufträge immer fragwürdiger und sie muss sich entscheiden, wie weit sie wirklich gehen will. Finde ich eigentlich ganz cute, dass das noch so ein Touch-Fantasy mit drin hat. Dann habe ich noch Ryan und Avery für euch, eine authentische queere Liebesgeschichte und ein Coming-of-Age-Roman. Erscheint auch am 24.07. bei Fischer Sauerländer. Avery, 16, pinke Haare, kann sein Glück kaum fassen. Er ist verliebt. In Ryan, 16, blaue Haare. Und Ryan ist verliebt in Avery. Nach den ersten schüchternen Begegnungen verbringen sie immer mehr Zeit zusammen, machen verrückt verknallte Dinge, Schneeballschlachten, feine Dinnerdates und Kanufahrten im Sonnenuntergang. Mit jedem Date wächst die Nähe zwischen den beiden und sie entdecken ihre Seelenverwandtschaft. Alles könnte wunderbar sein, wären da nicht Ryans Eltern, die glauben, es besser zu wissen und ihren Sohn von Avery fernhalten zu wollen. Ryan und Avery müssen für ihre Liebe kämpfen. 10 Dates gleich 10 Kapitel gleich ein Roman voller zärtlicher Unsicherheit, Herzschmerz und dem Wagnis, sich ganz auf jemand anderen einzulassen, jeden Tag und bei jedem Date aufs Neue. Ich finde, das klingt echt cute. Und als allerletztes für dieses Video habe ich mir natürlich noch ein großes Highlight aufgehoben, und zwar der zweite Band von der Crowns of Nyaxia-Reihe von Carissa Broadbent, The Ashes and the Star-Cursed King. Für mich war ja Band 1 ein absolutes Highlight und Band 2 fand ich auch so unfassbar gut. Also beide Bücher waren große Highlights für mich. Und das Buch hat auch wieder eine wunderschöne Erstauflage, also das nackte Hardcover ist ganz toll gestaltet und es hat auch wieder einen Farbschnitt, also da lohnt es sich eigentlich auch wirklich, diese Ausgabe zu kaufen. Erscheint auch wieder im Carlsen Verlag am 29.07. Und hier kann ich natürlich nicht vorlesen, was der Klappentext ist, sonst würde ich ja spoilern, also gibt es auch hier nochmal den vom ersten Band. Jeden Tag muss Aurea ums Überleben kämpfen. Als adoptierte menschliche Tochter des Vampirkönigs lebt sie in einer Welt, die darauf ausgerichtet ist, sie zu töten. Ihre einzige Chance, jemals mehr als nur Beute zu sein, ist die Teilnahme am Kiari,
ein legendäres Turnier, das von Nyxia veranstaltet wird, der Göttin des Todes. Damit Aurea überhaupt den Hauch einer Chance hat, muss sie ein Bündnis mit ihrem größten Gegner eingehen, Rain. Alles an ihm ist gefährlich. Zum Töten geboren ist er skrupellos und dazu auch noch der Feind ihres Vaters. Am meisten Angst macht Aurea nicht das Kayari oder die mögliche Niederlage oder der Tod, sondern dass sie sich auf seltsame Weise zu Rain hingezogen fühlt. Als wäre das alles nicht genug, braut sich, wie eine düstere Vorahnung, ein Sturm zusammen und erschüttert alles, was Aurea über ihre Heimat zu wissen glaubte. Und Rain versteht sie vielleicht besser als jeder andere. Doch die immer stärker werdende Anziehungskraft könnte ihr Untergang sein in einem Königreich, in dem nichts tödlicher ist als Vertrauen und Liebe. Band 1 hatte schon ein sehr fieses Ende, deswegen glaube ich, wer von euch den ersten schon gelesen hat, der wird sich jetzt sehr freuen, dass er weiterlesen kann. Ja, ihr Lieben, dann sind wir an der Stelle mit den Neuheiten für den Juli durch. Wie gesagt, auf Instagram gibt es dann noch eine etwas größere Übersicht, wo noch ein paar mehr Bücher mit dabei sein werden. Alle Bücher, die ich heute genannt habe, sind in der Infobox zu finden. Falls ihr da vorbeischauen wollt, dann macht das gerne. Für viele Autoren und Autorinnen sind ja Vorbestellungen immer sehr wichtig. Deswegen macht das gerne, wenn euch was interessiert. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und dann sehen wir uns auch gerne beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!